Ja. Blood. Nigga, we tired of this bullshit. We fucking tired, nigga. Tag, heute ist Mittwoch, der 17.02.2016. Und es ist herrlichster Sonnenschein da draußen. Allerdings auch kalt. I need to get out the city. I need to get out the city. I need to go to an island to bring all my niggas there with me. Oh, look. I need to get out the city. Ich weiß nicht mehr weiter. Wenn ich mein Telefon mit dem Rechner verbinde, und das ist direkt mit dem Rechner verbunden, per Kabel, nicht über irgendwelche Hubs oder sonst irgendwelche Konstruktionen, gehe dann auf die App Digitale Bilder von Apple, die schon mit drauf ist, und sage alles importieren oder diese Auswahl importieren. Und dann importiert es manchmal und manchmal kommt halt genau das. Und dann muss ich Rechner neu starten, Telefon neu starten, irgendwie irgendwas ausprobieren und irgendwann klappt es dann mal. Ja, hat von euch jemand da eine Lösung, was das sein kann, was ich da ändern muss oder wie auch immer? Oder wie ich meine Videos sonst am besten vom Telefon auf den Rechner dahin speichern kann, wo ich möchte? Ja, ich könnte es auch mit Final Cut machen, das würde die Probleme nicht geben, mache ich dann auch meistens, wenn der Zug herumzickt. Aber ja, ist die Lösung mit digitale Bilder. Diese App ist momentan eigentlich für mich so die mir am besten gefällt. Ich wähle die Videos aus, sage importieren, hier in diesen Ordner packen und fertig. So will ich es haben, aber manchmal zickt es halt rum. Wenn da jemand eine Lösung hat, bitte in die Kommentare. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Zu dem Video von gestern, es hat mich wirklich richtig doll geärgert gestern Abend, weil ich dachte, ich habe sehr wenig aufgenommen, also es wusste ich, dass ich sehr wenig aufgenommen habe, aber weil halt nichts passiert und ich dachte, da kann ich nie irgendwie einen Vlog draus machen, was meinen Ansprüchen genügt, ich habe oder und ich bin auch nicht wirklich zufrieden mit dem Vlog. Aber es ist auf jeden Fall besser, als ich befürchtet oder erwartet habe. Ich habe mich so doll geärgert, dass ich gestern Abend das Vlog nicht geschnitten habe, dass ich da überhaupt nicht ran bin, dass ich mich, ich würde sagen, gedrückt habe davor, weil ich hatte wirklich keine Lust und keinen Bock, mich daran zu setzen, weil ich mich geärgert habe, dass ich wenig aufgenommen habe, dass ich nichts Spannendes aufgenommen habe und dass ich irgendwie auch nichts zu erzählen hatte. Mealtime. Als ich letztes Mal das Paket aufgeschnitten habe, habe ich das Trockenfutter vom Hund kaputt gemacht. Also die Verpackung. Weil jetzt wieder Hundefutter ist. Ja, sollte ich heute vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Da die andere Trockenfutterpackung ja erstmal gerade erst angefangen ist. Nicht, dass ich auch noch Trockenfutter essen muss. Ah, cool, meine neuen Speicherkarten sind schon da. Sehr schön. Ich habe Speicherkarten bestellt. Für den Auftrag am Donnerstag. Sonst wäre es ein bisschen knapp. Naja, gut, ich muss schnell das Vlog veröffentlichen, duschen und dann wieder los. See, dog, I know that shit too risky, so you gotta keep it 100, no 50. I'm drinking until I get pissy. And see the dark rum or that whiskey. Girl, I love my woman, Dominican, you know Caribbean, even with silly and low. Dass die Leute Bescheid wissen oder wie auch immer und unterschreiben können. Wenn sie den nicht unterschreiben wollen, dann treffen wir sofort ab. Someone just call me a pilot, cause I need a flex with my niggas that's anywhere private. I need to get out the city. I need to get out the city. I need to go to an island to bring all my niggas there with me. Oh, look. I need to get out the city. To get out the city, I need to go to an island to bring all my niggas there with me. Yo, look, I'm getting sick of the rumors. Fake niggas talking way too much. I know I need to leave getting this money, and they couldn't come any sooner. I don't like watching my back. So, Feierabend. Muss wieder den Anfang finden zu heute Nachmittag. Bin mir nicht sicher, was ich schon alles erzählt habe, wie immer.
Dann fangen wir erstmal anders an, damit wir vielleicht in den Flow kommen. Morgen habe ich frei, das habe ich schon erzählt und ich habe auch erzählt, glaube ich, oder erwähnt, dass ich morgen einen Videoauftrag habe. Einen Partyfilm, sagen wir es mal so. Das wird bedeuten, ich muss morgen Vormittag hier ein bisschen klar Schiff machen, das Equipment vorbereiten, Akkus laden, Speicherkarten leeren und bereitlegen und überlegen, was ich alles mitnehme. Also am Freitag das Vlog veröffentlichen könnte vielleicht nicht klappen, was morgen spät werden könnte und ob ich es dann am Freitag fertig bekomme, das Vlog weiß ich noch nicht. Ja, müssen wir sehen. Niggas out here tryna ruin us, but fuck it, ain't nobody running, and that's even if y'all got 10 and there's two of us. So, also zum Video von heute nochmal, beziehungsweise zu dem Video von gestern. Ja, man macht sich diesen Druck halt selbst, ne? Also es ging ja darum, dass ich den Anspruch habe, irgendwie mehr zu zeigen in meinen Vlogs, nicht nur wie ich vorm Rechner sitze und YouTube-Videos schaue, spiele. Ich spiele natürlich eh nicht am Rechner, aber. Oder nur zu zeigen, was ich esse und. Naja, also das ist irgendwie nicht meins und es gibt natürlich keine Vorgaben dafür, wie man Vlogs macht und so und wie die auszusehen haben, aber meins wäre das jetzt nicht so. Und ich hoffe, es fühlt sich keiner angegriffen, dessen Vlogs so aussehen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich denke, es gibt ein paar Leute, die wissen, dass ich sie meinen könnte. Das ist nicht böse gemeint, wenn ihr eure Vlogs machen wollt, ist es okay, ich gucke sie mir an. Mir persönlich reicht das aber nicht so eigentlich und deswegen bin ich dann so unzufrieden. Wie gestern Abend. Weil ich mir dann denke, okay, heute hast du sehr, sehr wenig aufgenommen oder nur Schrott aufgenommen oder wie auch immer. Und dann ärgere ich mich halt. Und gestern habe ich mich so geärgert, dass ich mich nicht daran gesetzt habe, ans Vlog bearbeiten, sondern mich davor gedrückt habe, indem ich auf YouTube irgendwelche blöden Videos geschaut habe, also wirklich blöde Videos. Und als ich dann heute Morgen die Files irgendwie so importiert habe, war natürlich klar, dass das Video kürzer wird als sonst, was den meisten von euch sicherlich gefallen hat. Aber es war, ja, es hat sich auch gezeigt, dass mein Ärger gar nicht so nötig gewesen ist und so. Omi, juckt hier so. Irgendwie steht hier so ein Barthaar wieder so hoch und dann kitzelt das an der Nase. Das nervt. Naja, was ich für mich jetzt lernen muss oder mir immer bewusst sein muss, ist, dass ich erstens lockerer mit umgehen muss, auch wenn nicht so viel passiert, dann ist es halt so. Solche Tage gibt's. Muss mir aber genauso bewusst sein, dass es erstens keinen Sinn macht, sich natürlich darüber zu ärgern am Abend. Vor allem nicht, wenn man noch nicht mal gesehen hat, was man aufgenommen hat. Das muss ich irgendwie akzeptieren und lernen für mich, da irgendwie ruhiger und gelassener ranzugehen. Vor allem muss mir eigentlich klar sein, dass selbst wenn ich relativ wenig aufgenommen habe, selbst wenn ich nicht so viel spannende Sachen aufgenommen habe oder aufnehmen konnte, dass ich im Schnitt oder beim Schnitt vom Video immer noch ein bisschen was machen kann, also mit Hilfe von der Musik und auch ja, mit den Schnitten oder Effekten oder wie auch immer. Okay, das war's für heute, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Alles klar, tschüss.